Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Heute hatte ich mir gedacht, mache ich mal wieder eine Britenschlacht, Flugzeugschlacht, da ich diesen einen Panzer jetzt habe. Moment, ich zeige noch mal. Hier. Huch. Aber ich komme bis jetzt mit dem noch nicht richtig gut klar. Ja, der ist so, der Turm, der dreht sich halt sehr langsam. Ich weiß nicht, ob ich davon schon mal eine Folge, ja, eine Folge habe ich nicht gemacht, das weiß ich, wie ich mit dem im Einsatz bin, aber ja, mache ich auch noch mal irgendwann. Also wenn ich demnächst wieder ein paar deutsche Schlachten mache, dann benutze ich auch dieses Deck hier, was ich habe, Deck 4. Aber jetzt wollte ich die Briten machen, da ich nicht mehr viel brauche, bis ich den Bomber habe. Die Sterling in dem Falle. Ich brauche momentan nicht mehr so viel für alles Mögliche. Finde ich sehr gut. Ja. Ich weiß gar nicht. Also beim Panzer sieht es noch anders aus. Bei den Deutschen. Bei den. Oh, Deutschen, genau. Bei den Amis. Ja, 40.700. Aber ich denke mal, Luftwaffe ist auch wieder weiter. Wobei, 42.000, okay. Ja. Gut, 70.000. Das ist ja alles so eine Sache. 30. Ich gucke mir das jetzt einmal komplett durch. Ja, den KV-1. Hier, Russenschlachten könnte ich auch ein paar machen. Weil ich diesen Panzer möchte. Das heißt, in dem Fall wären auch bei den Russen nur Level 2er am Start. Ne? Ich weiß gar nicht, habe ich dafür ein Deck? Deck 4, glaube ich. Ja, Deck 4 ist ein Level 2er Deck. Ja. Bei den Japanern dauert es, glaube ich. Dauert auch nicht mehr so lang, siehste. Läuft. Finde ich auf jeden Fall sehr gut. Und diese Naval Battles. Warum kann ich überhaupt. Ich kann überhaupt nicht mein Schiff testen, sehe ich gerade. Ich habe mir das gekauft, aber. Hä? Warum kann ich das nicht? Ah, ich glaube, ich muss die Deutschen auswählen. Jetzt sagt er mir nichts. Alles klar. Ja, warum kann ich das jetzt nicht machen? Hä? Oder stand da jetzt irgendwas von pa nur Panzer sind zulässig? Realistische Schlachten, wieder ein Stiege 4. Alle Flugzeuge und Panzer sind zulässig. Hä? Vor allem Flugzeuge und Panzer. Es ist eine Seeschlacht. Verstehe ich gerade nicht, aber. Pff. Naja. Ich habe auf jeden Fall das Schiff, aber anscheinend. Moment, da stand doch was. Oh, Mensch, hier. Dieses Ereignis hat geendet. Ja, und jetzt? Ich warte einfach. Da wird sie bestimmt eine Möglichkeit wieder bieten, weil ich habe es gekauft. Warum sollte es dann jetzt weg sein? Das wäre ein bisschen. Weiß ich nicht. Bescheuert. Ne? Und ja. Jedenfalls, dann sehen wir uns im Gefecht wieder. So, da sind wir auch in der Schlacht. Das ist mir gerade eingefallen, was ich noch aktiviert habe. Ich habe die 5-Kill-Herausforderung an. Die wird jetzt hier zwar nirgendwo angezeigt, aber sie ist an. Ich versuche 5 Kills zu machen und da das mit dieser Spitfire sehr gut geht, also einfach, sage ich dann mal. Sollten wir das schaffen können? Ja. Das wird sich aber jetzt noch herausstellen, ne? Ich meine, einmal muss ich nur gewinnen, dann habe ich schon meinen Wetteinsatz, also ich habe 10.000 gesetzt, wiederbekommen, beziehungsweise ich bekomme 11.000, wenn ich die erste Schlacht mit 5 Dings, also 5 Kills gewinne. Ja, generell, ich muss eigentlich nur 5 Kills machen. Gewinnen muss ich dann nicht. Ich kann auch verlieren dabei. Ne? Wichtig sind die 5 Kills. Ja, das ist so eine Sache. Aber, ja, bei Panzerschlachten geht das auch relativ einfach, da du auf die Flugzeuge gehen kannst. Und da die meisten ja einfach so abstürzen, also Suizid machen, denke ich, ist das bei Panzerschlachten einfach, weil du ja Free Kill machst. Aber das Flugzeug ist halt auch sehr gut für solche Sachen. Weil ich ja einen kritischen Treffer eben schon gemacht habe. Die Bewaffnung, die ist bei diesem Flieger sehr stark.
Und deswegen, ja, ist es halt sehr einfach. Allerdings ist sie auch schnell leer und die Nachladezeit beträgt, glaube ich, eine Minute. Oder? Ich sollte bei sowas eigentlich nicht gucken. Sie beträgt 40 Sekunden. Aber dafür macht sie schon etwas her, ne? Und eine 250 Kilogramm Bombe habe ich halt auch noch da dran. Shit. Das war jetzt ein bisschen fail. Okay, um den kümmere ich mich nicht. Ich kümmere mich um die Jagd an. Sie ist gefährlicher. Komm schon. Na. Gehst du wohl drauf? Der lockt mich gerade. Das darf ich nicht. Aua. Na, jetzt muss ich nachladen. Jetzt habe ich die Arschkarte. Was? Warum treffe ich den nicht? Ich bin gerade ein bisschen kacke. Ach so, die Schiffe schießen. Diese, sind das Landungsboote? Ich glaube, das waren die Frachtschiffe, ne? Ja, Frachtschiffe. Mist, da muss ich ein bisschen aufpassen. Und ich muss mich zurücksetzen. So. Die Munition hat auch nachgeladen. Ach so, die. Die MGs. Alter, wie viel fressen die denn? Okay, die Bewaffnung ist ja jetzt auch nicht so stark. Deswegen sind halt diese Maschinenkanonen da dran. Und die machen auch richtig Aua. Ja, aber noch habe ich nichts kassiert. Wie die da ihre Strecke fahren, so ein Parcours. Alter, fressen die viel. Das sind ja solche Boote wie die, die ich gespielt habe bei den Seeschlachten. Patrouillenboote. Oh. Zum Glück hat er sich nicht dazu entschlossen, mich anzugreifen. Was habe ich ihn dafür gemacht? Oh, das war... Ich habe auch einen Freund geschossen. Auch gut. Nice. Das wäre damit der dritte Kill. Ja, ein Flugzeug könnte ich noch angreifen. Ich glaube, das werde ich auch noch machen. Aber vorher greife ich mal das Schiff an. Warum nicht? Ja. 91. Meint er, ich könnte noch einen angreifen? Ja, ich denke schon. A630 bietet sich gerade an. Schade. Ein Kill fehlt mir noch. Jetzt muss ich mal schnell gucken, dass ich dahin fliege. Mit einer Firefly zum Beispiel. Oder Firebrand. Aber ich werde die Firefly nehmen, da die wendiger ist als die Firebrand. Das Problem ist, ja, ich bin halt nicht so wendig jetzt wie viele Flugzeuge. Und deswegen könnte das auch böse nach hinten losgehen, indem die mich dann ganz einfach umfliegen. Oder vielleicht komme ich sogar gar nicht mehr rechtzeitig an, bevor die 5 Kills da gemacht worden sind. Ne, bevor die Zeit abgelaufen ist. Sieht man ja da oben, wie schnell die abläuft. Naja, da oben sieht man gar nichts. Jetzt gerade ist vor allem Stillstand. Das Machtverhältnis. Wir stehen gar nicht so schlecht da gerade. Aber wenn der Balken bei den Feinden zu schnell leer geht, das ist auch nicht so toll. Ich versuche mir jetzt aber mal die BF-109 zu schnappen. Ich weiß noch nicht, welcher Typ es ist. Es war ein Emil-Typ. So, kritischer Treffer. Das dürfte es eigentlich schon gewesen sein. Er brennt zumindest. Ja. Sogar noch einen direkt hinterher gemacht. Oh, Flieger stark angehetet, aber er fliegt noch. Oh! Na.
Ja. 8 Kills, Seeretter. Profi mal. Profi. Profi mal 1, mal 7 und Hinterhaltsserie mal 7. So kann sich das doch zeigen lassen. Und meine Bomben werfe ich nicht ab, weil das gerade Verschwendung ist und sie kosten ja auch eine Menge Geld. Vor allem, weil es 1000 Kilogramm Bomben sind. Und ich sollte nachladen. Aber mache ich auch noch nicht. Vielleicht komme ich ja noch zu den Schiffen. Jetzt lade ich doch nach. Bist du bescheuert? Okay, da hinten sind Zerstörer. Ah, wir haben gewonnen. Und die beste Staffel. Ja, guck. Terror des Himmels habe ich sogar bekommen. So muss das sein. So kann sich das doch zeigen lassen. Mir fällt gerade ein, ich glaube, möglicherweise waren Störgeräusche mit dem Hintergrund zu hören, weil ich die Box hier neben mir anhab. Ja. Mach ich mal aus. So. Was haben wir denn so bekommen? Also, ja, sehr viel. Ja, das meinte ich nämlich. Jetzt habe ich eine Stufe geschafft. Ja, die zweite Stufe und dritte Stufe wären in dem Fall, ne, 50.000 Silverlines und 30.000 und 100.000 ist halt so wie bei Wer wird Millionär, Fragen beantworten und du kriegst immer mehr Geld dafür, wenn du es also weiter bist. Ja. Und ganz genau so läuft das hier auch. Ganz genau. Vor allem, ich habe die HSBC MK2 Bomben jetzt erforscht. Und ich habe mit denen ja schon zweimal 1000 Kilogramm Bomben. Was bringen dann die? Möglicherweise kann ich jetzt Raketen und Bombenlasten tragen. Das wäre natürlich nice. So, was gefällt mir denn bei diesen Fliegern noch nicht? Wird der schnell abgeschossen? Ja, die Bewaffnung ist ja gar nicht so schlecht. Deswegen würde ich eher sagen, gehe ich auf, ne, hier, dass ich schneller fliegen kann. Flugleistung, Beschleunigung und sowas. Neuer Kühler machen wir mal. Wobei, eigentlich wird mein Flieger nie wirklich heiß. So, jetzt gucken wir mal, was das denn gebracht hat hier. Das kann ich jetzt mehr Bombenlasten tragen. So, ich kann jetzt entscheiden. Tausche ich die 2x1000 Kilogramm Bomben aus gegen die Raketen und Bomben? Ich hatte nämlich die Raketen auch erforscht und deswegen habe ich lieber die Bomben genommen, weil 1000 Kilogramm ist schon eine Menge, aber Raketen, die sind halt sehr ungenau. Wie viele? Okay, die Menge von den Raketen habe ich noch nie drauf geachtet, so wirklich. Jetzt weiß ich's zum Beispiel. Wie sieht das mit Bomben aus? Das ist ja süß, wie die da dran geklemmt wurden. Aber ich glaube, ich entscheide mich dafür. Wie es jetzt ist. 250 Kilogramm Bomben, also zwei Stück davon. Und 8 Raketen. Allerdings weiß ich gerade nicht, was das für ein Kaliber ist. Was sind denn das für Raketen? 8 mal RP3. Masse 43 Kilogramm. Maximale Flugbahngeschwindigkeit 350 Meter pro Sekunde. Das ist nicht gerade wenig, aber das hätte ich auch erwartet, ne? Ja, sonst ist eigentlich alles ganz gut. Läuft halt. Mir fällt gerade ein, ich habe davon ja noch einen zweiten Fliegertyp hier. Aber die ist schon komplett ausgebaut. Ich glaube aber, die hatte sogar keine. Doch, die hatte solche Lasten. Allerdings konnte man die nicht verbinden. Also, ne, Bomben und Raketen tragen. Da habe ich mich nur für die Raketen entschieden. Und man sieht, ich bin mein Ziel ein ganzes Stück näher gekommen. Ne? Das waren eben noch 5000 noch was, weiß ich jetzt gerade nicht. Und ja, jetzt relativ wenig. Ne? Ja, das war's eigentlich schon. Ne? Also wenn dieser Flieger fertig ist, denke ich mal, werde ich anfangen mit der Spitfire oder der Seafire. Oder der Tempest. Das werde ich aber später entscheiden, aber mich tarnt schon die Seafire an. Deswegen
So ein Marinejäger wäre ja nicht schlecht, ne? Ja, ich laber schon gerade zu viel. Dann beende ich mal jetzt die Folge, so. Also, ne? Wie immer, lasst ein Däumchen nach oben da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video vom Warfhunder wieder. Tschüss!